Und hier oben im Treppenhaus, da haben welche gesagt, ach, hier ist ja auch noch nichts. Das sieht vielleicht besser aus, wenn auf der einen Seite auch eine Scheibe dran ist. Und ich würde sagen, ja. Obwohl, das sieht hier bestimmt auch aus, wenn hier eine Scheibe dran ist. So eine Dreier... Ja, so ein Dreier-Ding. Nein! Geil, das entsteht langsam. Und hier mache ich auf der Seite dann noch die Scheibe rein. Glas! Ach Mist, die Beine hätte ich da auch noch verballern können. Okay, ist ein bisschen hoch hier drin. Gib ich ja zu. Das war's von der Seite aus. Ich könnte wetten, bald bin ich wieder im Lager und mein Minecart steht da hinten. Ja, wie mache ich das? Was brauche ich? Ich brauche erstmal hier eine Reihe Sand. Hier kommen dann die Pilze drauf, die wachsen dann hier weiter, dann kommen da Pilze drauf und hier müsste ich eigentlich auch nochmal einen reinbauen. Wo ich dann ebenfalls Pilze drauf wachsen lasse. Und das Ganze wird ausgelöst mit ein paar Pistons. Nein. Ich bin mir jetzt sicher, Pilze brauchen ja eigentlich Helligkeit oder sowas oder Dunkelheit. Ich glaube nicht, das ist eine Latte, oder? Oder sollte das eher dunkel sein? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die Pistons da aktivieren. Ich würde sagen, ich nehme normale Pistons, dahinter dann Wasser. Und das Wasser ist dann für die Ernte zuständig. Das heißt, wenn hier dann genug Pilze drin gewachsen sind, drückt man einfach den Hebel und das Wasser spült die Pilze weg. Und ja, ich sage nochmal, das ist ein Texturmix. Ihr könnt ihn einfach auf meiner Seite downloaden. Ihr müsst das normale Mixer installieren. Und dann mein Update da rein entpacken. Hä? Doch, war richtig. War ja richtig. Und damit es hier auch gut aussieht, mache ich hier alles aus Stein, aus Erde. So, Erde schon mal hier. Oh, es wird dunkel. Ja, wo ist es? Erde. Da. Dann hier auch nochmal ein paar Dinger. Ich hole jetzt schon mal Pilze und stecke die einfach mal hier drauf. Mal gucken, was passiert. Vielleicht wachsen ja schon, wenn man hier weiterbaut. Und das kommt hier auch nochmal eben weg. Nein, doch da. Boah, was für ein Erdloch. Geil! So. Bin immer hellauf begeistert, muss noch immer so toll aussehen.
Zu meinem Schauen einfach mal die Pilze da hinsetzen. Dann nehme ich noch ein paar Pistons mit. Eimer Wasser. Ich habe gar keine Eimer mehr. Da ist alles voll mit Lava, aber ich habe ja genug Eisen. Latte. Ah, da habe ich noch. Ich habe noch Eisen. Soll ich direkt 5-mal drücken? Nein. 5 Wassereimer, 4 Pistons. Wo braucht man so viele Pistons eigentlich? Eigentlich brauche ich ja nur... Ja doch. Ich mache da mal mit 4. Wobei ich nur 2 habe. Boah, wie kriegen denn nochmal Pistons? Die habe ich so lange nicht mehr gebaut, ne? Sogar hier mit. Und Redstone noch. Und Eisen. Oder war das so? Nein, sowas nicht. Eisen? Auch nicht. War oben normales Holz? Sekunde, ich guck mal eben nach. Schon lange nicht mehr gebaut. War ja mal wie immer gar nicht so verkehrt. Ich muss anstatt der Holzplatten sowas hier nehmen. Da hätte ich auch alleine drauf kommen können. Und Eisen war das, glaube ich. Das ist halt, wenn man einmal zig Pistons baut und dann erstmal keine mehr, so wie jetzt. Dann verliert man halt irgendwann. Ich habe noch einen Repeater dabei. Und Wasser. Und Pilze. Pilze brauche ich. Mushrooms. Obwohl, daneben könnte ich eine Blumenfarm machen. Oh. Hä? Was ist mit dir, ey? Schlaberst du? Ich habe gerade schon gesehen, da steht ein Skelett. Ja, da, genau. Oh, und jetzt. Oh nein. Oh, ja, weg. Tschüss. Gehen wir hier runter ins Helle. Oh, ist manchmal immer eine Eimer voll. Oh, eine unendliche Wasserquelle. Unbelievable. Ja, guckst du hier? Ja, hier, guck mal, guck mal. So behindert, dass der immer hinterher guckt. Komm, mach jetzt keinen Scheiß hier. Nicht mit mir. Lauf. Ja, so. Mushrooms. Auch von den roten habe ich nur 11. Komm, die tue ich mal in die Ecke. Das bleibt doch stehen. Und hier noch welche hin. So, und ich hoffe, das klappt auch so. Weil normalerweise müssen jetzt sich vermehren und hier in der Mitte auch welche wachsen. Wenn dem nicht so ist, baue ich die halt nochmal um. Und jetzt brauche ich Pistons. Ja, wie mache ich die Pistons? Nein, da mache ich die Pistons nicht hin, oder? Da muss auch ein bisschen aber aussehen. Doch. Hier, die Erdwand kommt nachher wieder und dahinter baue ich jetzt die Pistons. Lege ich dann irgendwie ein Kabel da draußen. Oder nachher vorne irgendwo. Oder nach unten. Vielleicht doch erstmal nur nach da vorne. Ja, das müssen ja dann Pistons sein, die schon ausgestreckt hier rumhängen.
Also muss ich nach oben gucken, wenn ich die baue. Ja, genau. Geil, und jetzt muss ich ja nur irgendwie hinterkommen. Oh nein! Oh. Nein, sag bloß, hier drüber ist über Wasser. Tatsächlich. Ja, das ist aber blöd. Muss ich so dahinter, dann brauche ich halt ein paar Repeater. Den hätte ich aber stehen lassen können. Das hier weg, hier dann noch abbauen. Und seid nicht so streng mit mir, ich baue das gerade zum ersten Mal. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier genau baue, wie ich das baue. Kleinen Plan habe ich im Kopf. Ob es dann letztendlich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, sehen wir ja dann. Oh, da ist die Mobfalle. Oh mein Gott. Boah, das klappt ja gar nicht. Ich muss da drüber. Außer ich mache daraus Sticky Pistons. Könnte klappen. Na, wird es halt nicht so ergiebig. Egal. So. Kommen hier die Repeater in die Redstone-Verbindung. Kommt dann einfach hier durch. Hier raus. Nein, daraus geht nicht. Da ist die Mobfalle drin. Aber ich kann hier runter. Moment, hier geht's so runter. Nein, hier geht's so runter. Runter. Ich brauche mal eben ein Kabel, was so als Statist dient. So, da oben ist sie drauf. Ah, genau, ich gehe jetzt einfach hier rum. Na, weißt du was? Ich baue das jetzt anders. Scheiße, muss ich einen tiefer bauen, weil hier drüber Wasser ist. Und dann fange ich erst hinten an. Pass auf, und dann wächst dann gar nicht. Sehr schlecht. Fange ich erstmal hier mit den Pistons an. Na? So, dann kommen die auf die Höhe. Hä? Achso, hier ist noch gar keins. Gar kein.